Versuch spielen. Kapitel sage ich jetzt nicht mehr an, das haben wir jetzt häufig genug versucht. Ich im Internet bei Meine mir kleine überhaupt Prinzessin. nicht. Anscheinend. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, so bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Und wie geht's allen? Aber alle guten Dinge, diese Szene hier an. Hey, Ja. zum dritten Mal diesen Dialog. Ich war Und werden zum besorgt. dritten Mal Wieso nach dieselben dir? Fragen stellen. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Hallöchen, zum dritten Mal. So, wir fragen jetzt Und du? dasselbe wie eben. Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen Wenn verschiedene meine Internetverbindung Spezies. so schlecht Sowas wäre, in der Art. dürfte der Deshalb Stream kann nur eigentlich in überhaupt nicht Theorie, aber anfangen. ich kann tun, Das was heißt, ich ich will. bin mir ziemlich sicher, dass es dann entweder ein ziemlich dämliches Gab Internet es einen momentan ist Durchbruch bei der Infrawelt? Oder Ein bisschen steckten blöd. Millionen im Bau des neuen Oder Kondensators? irgendwas stimmt mit Der Twitch nicht so mächtigste, ganz. der Das je hatten wir gebaut auch schon wurde. oft genug. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. So, wir fragen nochmal nach Dawkins. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Hinten raus. Angeblich war es eine Totgeburt. Nora. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich Unsere weiß nur, Mama. dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wir fragen mal nach dem Vater. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo denn? Wo ist Wo unsere ist Nora Mama? jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Nur noch mal kurz Und das zwar Hinweis, direkt wenn nach die der Geburt. Streamqualität Laut deren gerade ziemlich Profil grottig ist, dann liegt es müsste sie daran, immer dass noch der dort sein. Stream wahrscheinlich wieder abscheißt. Zum dritten Mal dann Meine Mutter heute. ist weggesperrt in einer Klapsmühle? Es tut mir leid, Jody. Ich würde so gerne heute weiterspielen, aber ich habe keine Hoffnung, dass das hier gut geht. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, Hier ist aber es nämlich eben sie ist in abgeschissen. einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du Ich gerne suche willst. nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Richtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Oh, Strafverfolgungsbehörde des bitte, Spiel Landes. lauf einfach weiter. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie Wenn zu die sehen. Jody jetzt weggeht und das Spiel wieder abkackt, dann liegt es entweder am Spiel, an Twitch oder doch am Internet, was eigentlich nicht sein darf. Cole. Ich würde mich Du sehr hast freuen, wenn wir heute sehr viel weiterspielen könnten. riskiert, um mir zu helfen. Weil jetzt Danke, echt Cole. auch sehr wichtige und coole Kapitel kommen. Aber wenn der Stream nicht mitmacht, dann Hey. geht es wohl nicht. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Jo, der liebe Cole, der wird uns helfen. Ich weiß echt nicht, Jody. Aber jetzt ist es zu leise. Am Tor. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Bin ich in einer halben Stunde, wenn ich wieder da bin? Fahr einfach. Ey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Die sollte lieber froh sein, dass er so ein guter Freund ist und dir hilft. Hier fand ich schon bei der PS3, dass es ganz cool aussieht. Das Gebäude hier vorne mit dem Regen, den Lichtern, die sich darin spiegeln. Das sieht sehr schön aus, das Spiel. Auf der PS3 schon, auf der PS4 erst recht. So, wir müssen also zu unserer Mama.
zu der Nora. Höflichkeit. Gucken, ob das klappt. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst ihre Erlaubnis sehen? Eine Erlaubnis haben wir nicht, ne? Muss ich wirklich meinen Erlaubnisschein vorzeigen? Ich meine, können wir vielleicht uns irgendwie anders einigen? Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. So, das ist jetzt ganz einfach. Der Aiden macht das für uns. Warum man sowas nicht von Anfang an machen kann, weiß ich nicht. Muss erstmal immer scheitern. Ich find's raus. Ach, stimmt. Wir müssen erst noch wissen, wo unsere Mama überhaupt ist. Treffer. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Kriegen wir hin, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass uns die Kameras nicht sehen. Dass uns keiner von den Pflegern erwischt. Weil hier in einer psychiatrischen Anstalt werden definitiv Leute rumlaufen. Okay, ja, wir müssen nach vorne gucken. Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Wie gesagt, wir können erstmal nur den Weg wählen, den ich nicht wählen würde, der auch nicht funktioniert. Finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht mehr Optionen da haben an der Stelle. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Es kostet nämlich wirklich Zeit. Sieh dich mal um. Sehr das gut. Sollte ihn ablenken, ne? Jetzt mach die Tür auf. Ja. Komm schon. Obwohl der es merken müsste, dass da vorne Leute rumlaufen. Er hat sie schon sehen müssen, wo sie dann sich zur Seite gebeugt hat, um ins Fenster zu gucken. Es muss irgendwas geben. So, erstmal kümmern wir uns um die Kameras. Der ist ziemlich blöd, hier erwischt zu werden. Ist hier noch eine? Ja, da oben. So. Wir brauchen dafür eine Karte. Der Mensch, den wir benutzen könnten, sitzt hundertprozentig zu weit weg. Ja. Er ist zu weit weg. Hallo. Okay, wir müssen den Typen nach hier locken. Warum der Pfleger schläft, weiß ich allerdings auch nicht. Ich meine, hier sind kranke Leute, der müsste auf die aufpassen. Eigentlich. Hallo? Wie es ihm jetzt erst auffällt. Okay, dann komm mal her. Gehen wir mal in dich rein. Und machen uns die Tür auf. Ist eigentlich alles ein bisschen zu einfach. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so einfach ist, in eine Psychiatrie reinzukommen. Hm, klar, die Karte. Huch. Ich weiß nicht, ob wir die schon hätten vorher mitnehmen können. Ich hab's auf jeden Fall vergessen. So, wir haben hier überall Kameras. Ich finde es hier an der Stelle ganz interessant, auch in die anderen Zimmer reinzufliegen. Ich glaube, das machen wir mal mit dem Aiden. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43. Ich kann dich sehen, Aiden. Miss? Ich kann dich sehen. Okay, das ist zu gruselig. Da gehen wir sofort wieder raus. Der kann uns angeblich sehen. Das gefällt mir nicht so ganz. So wahnsinnig kann er ja doch nicht sein. Wir müssen nichts vergessen. Wir untersuchen das bis ins kleinste Detail. Sonst gibt es mehr Probleme. Der Teufel steckt im Detail. Oh. Ja. Der Teufel steckt im Detail.
Ja, geh mal was weiter. Ich habe keine Lust hier. Die ganze Zeit zurückfliegen zu müssen, weil wir nicht so weit kommen mit dem Aiden. Ich weiß, wir müssen noch da links rüber. Machen wir aber noch nicht. Gut gemacht. Wir gucken uns mal allgemein ein bisschen hier die Zimmer bei den Leuten an. Dafür gibt es ja die Möglichkeit, da reinzufliegen. Dass man... Hört sich an wie ein Walross. So, hier kann man bestimmt auch noch rein. Ziemlich merkwürdig drauf, die Leute. Oh, die hatten es hundertprozentig schon gesehen, die Kamera. Der hätte es eigentlich wissen müssen, dass wir rumlaufen. Ich meine, der sitzt da unten am Empfang. Und kann sich hundertprozentig auch die Überwachungsbilder angucken. So, hier können wir auch noch rein. Was willst du denn nur von mir? Ich habe doch gar nichts getan. Nein, ich habe gar nichts getan. Aua. Das gefällt dem Aiden anscheinend auch nicht so hier drin bei dem Typen. Hier ist auch noch einer. Geh weg! Komm nicht zu mir rein! Ich bin schon drin. Du bist der Teufel! Nein. Das wüsste ich, glaube ich, wenn ich der Teufel wäre. Cooles Game finde ich auch. Man muss auf jeden Fall ein Typ für sowas sein, für so ein Spiel. Und ich finde auch immer, wenn ein Spiel schon sowas anbietet, dann muss man sich auch alles angucken. Mache ich auch sehr gerne. Ich meine, dafür wird es gemacht, aber es ist nicht jedermanns Fall. So ein Spiel. Aber ich mag das auch. Die ganze Story drumherum, wie sie erzählt wird. Ich meine, natürlich gibt es da viele Videosequenzen, viele Dialoge, viele Stellen, wo man zuhören und aufpassen muss, aber ich finde, bei einem guten Spiel gehört das dazu. Du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Wir gehen rein zu unserer Mama. Wollen ja wissen, was mit dir passiert ist. Mom, ich bin's. Jody. Sie sitzt zwar da und zwinkert auch mit den Augen, sieht aber nicht, als würde sie. Sieht nicht aus, als würde sie uns wahrnehmen können. Sie reagiert doch überhaupt nicht. Das ist das, wovor Cole uns gewarnt hat. Dass wir wahrscheinlich nicht die Antworten kriegen, die wir suchen. Zumindest nicht direkt von der Nora. Aber wir haben ja den Aiden dabei. Wir können ja helfen. Vielleicht verstehen, was da passiert ist mit der Mama. Beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber hier ist mein Baby! Sprechen Sie mir! Ich hab's dir überlegt! Ich will mein Baby! Komm, los, bitte! Ich will sie sehen! Das ist womöglich auch eine spezielle Fähigkeit. Da sind die Adoptiveltern. Etwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid.
Also ihre Mama und ihr Papa haben beide so eine Begabung, wie die Jodie selber hat. Und deshalb wollten die unbedingt ihr Kind haben. Weil die natürlich auch was Besonderes ist. Dann haben sie der Mutter so viele, ich weiß nicht, was, wie viele Mittel gegeben haben. Sie haben auf jeden Fall so viel gespritzt und eingeflößt, dass sie eigentlich in einem Koma ist. Im Koma-Zustand. Das ist eine komische schwarze Masse. Wie sie uns erkennt. Ich hatte solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joan. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nicht. Klar, die wollen nicht, dass die Mutter dann ihre Kräfte gegen sie einsetzt und sich wehrt. Nein, ich werde dich raus. Und warum sie nicht getötet haben, weiß ich nicht. Das geht nicht, Jodie. Es kostet bestimmt ziemlich vielen Menschen, die ganze Zeit so voll zu pumpen mit diesen Mitteln. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Oh je, da kommt das Zeug zurück. Wir müssen gleich eine blöde Entscheidung treffen. Eine ganz blöde Entscheidung. Wir nehmen uns aber zuerst ihre Kette mit. Damit wir immer einen Teil von ihr bei uns haben, obwohl die von unserer Mama ja überhaupt nichts haben. Seit unserer Geburt sind wir bei anderen Leuten aufgewachsen. Und seit wir ein Kind sind, sind wir komplett alleine gewesen. Aber hier hätten wir jetzt unsere Mama. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, lassen wir sie so weiterleben? Es ist ja kein Leben. Sie ist ja eigentlich schon so gut wie tot. Sie kriegt ja eigentlich nichts mehr wirklich mit. Lassen wir sie am Leben und sie weiterleiden? Oder erlösen wir sie? Denn das könnten wir durchaus mit dem Aiden. Das Ding ist, ich habe gesagt, wir retten in diesem Spieldurchgang alle. Und obwohl man sich denken könnte, dass Nora retten vielleicht heißt, dass man sie erlöst, wir müssen sie leider am Leben lassen. Egal wie schwer mir das fällt, weil ich würde ihr liebend gern helfen. Aber so lassen wir sie leider hier zurück. Und hier kommt die wahrscheinlich nie mehr raus, die Mama. Genau, der Aiden ist böse, aber doch nicht zu unserer eigenen Mama. Zu bösen Leuten ist er böse. Das waren wir auch bis jetzt jedes Mal. Schon wieder sowas. Na toll. Jetzt haben sie uns schon wieder gefangen. War auch ziemlich offensichtlich. Es war klar, dass uns irgendwer bemerkt. Wo sind wir jetzt? Dafür, dass wir so brutal niedergeschlagen worden sind, sitzen wir aber ohne Handfesseln, ohne irgendwas. In einem ziemlich großen Büro. Mit ziemlich hässlichen goldenen Statuen. Und hier steht es ja schon drauf. Wir sind in einem DPA-Büro. Hier ist aber irgendwie niemand. Können wir uns das angucken? Können wir nicht. Dann versuchen wir mal zu gehen. Scheint ja auch niemand auf uns aufzupassen. Dann dürfen wir das bestimmt.
Das sieht aus wie der Mond bei Bloodborne DLC. Ist aber kein Mond. Das ist eine Sonne. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Der Nathan. Jodie, schön dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Deshalb lässt er uns so dahin bringen. Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Wenn ich da einfach von irgendwelchen Leuten niedergeschlagen werde, bin ich nicht so freundlich zu denen. Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Okay, wir fragen nach Tenora. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora war labil. Ich glaube, der redet da nicht gern drüber. Für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Sie haben uns ja noch, beziehungsweise Cole und er, sie haben uns noch nie irgendwas von unseren Eltern erzählt. Ich habe erst viel später erfahren, was er uns ist also verheimlicht. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Warum all die Lügen, Nathan? Diese Leute, die meine Eltern spielen mussten. Die DPA dachte, du brauchst eine stabile, emotionale Umgebung. Ein Heim, eine stabile Umgebung war es auf jeden Fall nicht. Da sind wir komplett isoliert worden und der Vater war ziemlich böse zu uns. Studienprojekt? Studienprojekt? Oh je. Oh, was war ich für dich, Nathan? Ein Projekt. Eine kleine Laborratte? Ich war doch nur ein Kind, verfluchte Scheiße. Ich war nur ein kleines Kind. Nein, du warst die Tür. Die Tür zwischen unserer Welt und der Infrawelt. Du warst alles, wovon wir geträumt hatten. Also ist sie nur benutzt worden. Und dabei haben wir ja, bis gerade gedacht, dass es wie ein Vater von uns ist, der Nathan. Einfach an die CIA. Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Wir sind wütend. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Man merkt jetzt schon, was der Plan von denen ist. Die wollen nicht ein anderes Land einfach davon abhalten, irgendwas Böses in diese Welt zu lassen. Die wollen eigentlich nur die Einzigen sein, die Macht darüber haben, über die Infrawelt. Ich bin dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Und ich will nicht wissen, was für einen Einfluss und was für eine Macht die Leute haben, die Infrawelt öffnen können. Das ist bestimmt auch nichts Gutes. Ja, aber Jodie sah nicht ganz abgeneigt aus von der Aufgabe. Ich meine, wir haben auch nicht wirklich eine andere Wahl, ansonsten wären wir umgebracht. Nora in der Hölle leiden lassen haben wir leider gewählt, den Weg. Es tut mir auch sehr leid. Aber hier steht auch noch, dass es für sie leid ist. In der anderen Beschreibung steht, dass man sie am Leben lassen soll und sie retten soll. Indem man sie da sitzen lässt. Offensichtlich weiß Katzistan inzwischen irgendwie stimmt es nicht ganz überein. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch.
Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Das ist auch einfach nur ein machtgieriger Opa. Aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, Sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt. Und bessere Erforschung, so, natürlich. Dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Genau das ist es. Sie wollen nicht, dass jemand anderes auch die Macht drüber hat. Militärischer Widerstand. Mit sowas kann man bestimmt auch die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist bestimmt eigentlich das Ziel von denen. Und das Team ist auch nicht gerade das Tollste, wie wir jetzt gleich sehen werden. Die arme Jodie. Hey Baby. Na, kennst du uns noch? Oh je. Also die vorderen zwei, die gehen ja. Mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Die vorderen beiden, der mit der Glatze und der mit den schwarzen Haaren. Die haben mit uns ja das Training bei der CIA absolviert, beziehungsweise uns da angeleitet. Keine Sorge. Der Einzige, der mir Dorn im Auge ist, ist der Ryan. Der hat uns ja ziemlich verarscht. Wenn ich Jodie wäre, hätte ich das jetzt nicht gemacht mit der Mission. Schon alleine wegen dem Typen. Wieso steht der da jetzt so blöd hinter uns? Schön, dich zu sehen. Klar. Steckt dir das sonst wohin? Fick dich, Ryan. Kurz angebunden ist doch nicht fick dich. Du kannst hier einfach ankommen und dich benehmen, als wenn nichts passiert. Jodie, ich... Sag nichts, dann lügst du auch nicht. Gut. So würden doch, glaube ich, die meisten reagieren. Nach so einer dämlichen Aktion von ihm. Aber sie macht's trotzdem. Sie geht trotzdem mit ihnen mit. Jetzt ist sie gefesselt auf dem Stuhl. Der Ryan hängt da. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als sie zu töten. Was? Natürlich töte ich sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Wieso kann ich jetzt nicht mehr hochgucken? Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also ich frage Sie nun ein letztes Mal. Ist das ein unangenehmer Kerl? Wer hat sie geschickt? Alter. Wo bist du? Ja, wo ist der Aiden? Aber ich glaube, das ist schon einiges weiter in der Mission. Jetzt sind wir erstmal am Anfang. Wir dürfen uns durch den Schnee hier kämpfen. Das ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker! Was machen wir jetzt? Jodie, es ist viel zu hell hier für die Kamera. Verstanden, Aiden? Okay, wir suchen einen wunderschönen Unterschlupf für die Leute hier. Muss ein Haus sein, was noch intakt ist. Da vorne haben wir eins. Hier. Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann los! Boah, hier ist es bestimmt viel zu kalt. Ja, dass ich hier gerade voll hell bin, das merke ich, aber das ist leider wegen dem ganzen Schnee so. Wäre der blöde Schnee nicht da, dann würde ich auch normal wieder aussehen. Das sollte sich jetzt in der Hütte ein bisschen ändern. Ja. Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leibt uns. Das ist passiert.
Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, eine Sonnenbrille wäre bei solchen hellen Stellen im Spiel nicht schlecht. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Jetzt könnte der hier irgendwie Kontakt herstellen. So, ich weiß nicht, ob wir den Leuten da hinten helfen können beim Feuer machen. Sieht sehr unbeholfen aus, aber ich glaube, das können die selber. Dann schauen wir mal, was wir in unserem tollen Rucksack haben. Verflucht. Alles aufgeweicht. Sieht aus wie eine Bombe. Warum auch immer sie drauf rumdrückt. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen. Okay, es hat sich nicht wirklich gelohnt, da reinzugucken. Oh, wir trinken einfach den Leuten jetzt mal das letzte warme Getränk noch weg. Damit sie direkt erfrieren. Wie auch immer das noch so heiß sein kann, obwohl es hier mega kalt ist. Und die bestimmt schon eine Zeit lang unterwegs sind. Können wir denen echt nicht helfen mit dem Aiden? Doch, können wir. Da. Seid stolz auf euch, Männer. Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja, habt ihr super gemacht. Ganz toll, Jungs. Klar. Wir haben ja nicht nachgeholfen. Wir lassen ihnen mal ihre Freude. Und den müssen wir leider ansprechen. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Tut dir leid, nicht ernsthaft. Komm ein bisschen spät, ne? Du hast recht. Das ändert nichts. Das ändert nichts an meiner Meinung. So, können wir sonst noch was Cooles machen? Ich glaub's eher weniger. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Sie muss pinkeln. Okay, da gehen wir natürlich draußen in die Kälte. Wo dir wahrscheinlich der ganze Po abfriert. Ich mach da draußen, wenn du dir die Hose runterziehst. Bei minus 40 Grad würde ich doch nicht draußen mich hinsetzen und dann pinkeln. Das ist derbes übertrieben. Okay. Jetzt sind wir schon wieder so hell. Naja, aber wenn man muss, dann muss man, ne? Ich glaube, es wäre auch ein bisschen fies, wenn wir uns ins Haus gesetzt hätten. Zu den anderen Leuten. Das finden die wahrscheinlich nicht so cool. Da kommt was. Super, da sitzt du im Schnee und willst pinkeln und sonst nix. Die ist eh schon total kalt und dann fahren auch noch gepanzerte Fahrzeuge an dir vorbei. Im Nirgendwo. Im verlassenen Fischerdorf. Das ist sehr verdächtig und vielleicht hat dann der Informant recht gehabt. Sie doch nicht verarscht. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Die können doch nicht sagen, dass sie das nicht gehört und gesehen haben. So Panzer sind ja schwer. Los. Das hörst du doch, wenn die irgendwo langfahren. Haben sie auch nicht gesehen durch die Fensterscheiben oder so. Huch. Die fährt aber komisch hier lang. Es
könnte ruhig mal ein bisschen dunkler werden. Es blendet ziemlich. Hier vorne ist ein Tor. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Okay, bin schon dabei. Boah, ist der Aiden hier langsam im Schnee. Ich glaube, dem ist auch ein bisschen kalt. So, hier haben wir glücklicherweise normales Licht. Was haben wir denn hier schönes? U-Boote. Soldaten. Ja, bis dahin dürfen wir anscheinend nicht. Sie laden Kisten ein. U-Boote? U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Nicht unbedingt blöd. Sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Den können wir aber nicht ausschalten, den Typen, ne? Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Ja. Ich streame auf meinem kleinen Bildschirm. Aiden. Und da muss ich Rechner dran sitzen, damit man überhaupt was erkennt. Aber von zu weit weg spiele ich sowieso nicht gerne. Deshalb, sobald hier das Licht verändert, siehst du es sofort in meinem Gesicht an. Ist manchmal ein bisschen hinderlich und nervig. Aber dadurch sehe ich alles besser. Huch. Schalt erst die Soldaten aus. Warum das denn? Wenn ich den ausschalte, fällt es nicht auf. Wenn wir doch jetzt da hinten die Leute töten, dann sieht ihr das doch auf seinem Bildschirm. Das ist eine ziemlich blöde Logik, aber okay. Wir machen das so, wie Jodie es möchte. Der Arme weiß gar nicht, was jetzt kommt. Tschüss. Oh nein, er schreckt auf. Natürlich kommt er rausgerannt. Tingsa! Schreit irgendwas Merkwürdiges. Anstatt dass er einfach auf uns schießt, weil er sieht, dass wir den Kameraden erschossen haben. Kommt da einfach angedackelt. Sein Fehler. Ich meine, ob du jetzt erst den Typen da in dem Räumchen tötest oder den Typen hier vorne, das ist doch eigentlich recht irrelevant, oder? In den Raum müssen wir jetzt so oder so. Ich finde es schade, dass wir nicht schneller gehen können. Das ist ziemlich nervig, dass der nur so rumwatschelt. Aber jetzt haben wir es ja. Jetzt können die anderen ja rein. Hier, da sticht. Komisch, dass Jodie das spürt. Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ja, wir steigen in die U-Boote und fahren einfach darunter. Das ist der Plan, oder? Da muss man nicht lange überlegen. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Der Ryan, der ist doch hier eigentlich der Chef der ganzen Sache. Wieso überlegt er nicht selber? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also aber lang genug. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Toller Plan. Was ist mit uns? Weitet. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Aber ziemlich blöd, dass die Bubble mit denen jetzt kommunizieren können. Gib mir den Sprengstoff. Und helfen können sie unter Wasser auch nicht. Jetzt müssen wir das U-Boot lenken.
Mag ich überhaupt nicht. Fahrzeuge überhaupt nicht. Kann ich gar nicht fahren. Schiffe, Flugzeuge, Helikopter, Autos. Ihr Spiel ist schon schrecklich. Alles nur für die dämliche Mission, damit die tollen Amis die Infrawelt haben. Geh tiefer, die Basis ist nicht mehr weit. Finde ich nicht gut, aber naja. So, wir dürfen jetzt hier schwimmen. Ich hoffe, es wird nicht zu peinlich für mich. Muss ich ein bisschen konzentrieren, ansonsten lenke ich uns doch irgendwo gegen. So wie gerade. Ich wette, wir saufen hier noch ab wegen meinen Fahrkünsten. Wir sind ja gerade schon gegen den Felsen gefahren. Aber hier ist es doch ein bisschen eng. Ein bisschen sehr eng. Huch. Nein, da wollte ich nicht gegenfahren. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gebraucht in dem Kapitel. Echt nicht. Die hätten einfach allein durchfahren können. Ohne meine tolle Hilfe. Aber ich frage mich immer, wie man unter Wasser sowas überhaupt bauen kann. Vor allem die dann in so einem Ausmaß wie das, was wir gleich sehen werden. Das muss erstens mega lange dauern und ziemlich viel Arbeitsaufwand kosten und natürlich auch viel Geld. Da. Siehst du das Licht? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass irgendjemand das so schnell schafft. Die haben ja davon ja erst plötzlich erfahren. Achtet mehr auf den Fall, das wäre ein guter Tipp gewesen, aber wir sind auch so heil angekommen, halbwegs. Wir leben auf jeden Fall noch und sind nicht abgesoffen, das ist gut. Aber wenn wir die Sprache von den Leuten nicht sprechen, wird es natürlich innen drin ein bisschen kompliziert. Da werden wir auf jeden Fall auffallen. Weil selbst der Elben, der fast alles kann... Ah, jetzt sind wir schon wieder beim Verhör. Nur wenige halten das so lange durch. Selbst der Elben kann die Sprache nicht. Wieder da rumstöhnt der Ryan. Aber vielleicht, ich glaube, dem tut irgendwas weh. Operativer, wenn ihr Kamerad leidet. Zahnschmerzen wahrscheinlich. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten... Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ist ja schon gut. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Oh, scheiße. Wie ist Ihr Name? Alright. Ich mag ihn zwar nicht, aber... Nein, wir reden nicht. Ich guck einfach weg. Nein, gucken wir nicht. Wir gucken natürlich hin. Das muss schmerzhaft sein. Der Arme. Nicht länger leiden müssen. Nein, wir reden nicht. Wir sind gute Agenten. Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Nix. Verschwinden und uns in Ruhe lassen. Das wäre ein Anfang. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Nein. Was macht er da? Das ist doch vollkommen unnötig. Das war Ryans Auge, oder? Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Ein Scheiß, sag ich. Na los doch. Ein Scheiß. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ja, vor allen Dingen du. Am Rand! Von
Mhm. Aber, Oma Sean Colley. Ja. Das heißt bestimmt, dass er sich jetzt verzieht. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss ihn verlassen. Sehr gut. Oh Gott, der arme Ryan. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir... Ich glaube, jetzt hat er genug dafür gelitten, dass er uns so verarscht hat. Sogar noch ein bisschen mehr als nötig. Ob der Ryan tot ist, werden wir sehen. Wir dürfen jetzt natürlich erstmal bis da kommen. Wenn wir das schaffen. Jetzt? Bis jetzt? Frag nicht so doof. Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. So, dann gehen wir mal raus. Das wird lustig. Wir wissen zum Glück überhaupt nicht, was wir machen müssen, um nicht aufzufallen. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Hihi, wir nehmen einfach den Kerl. Wenn wir in ihn rein dürfen, dann nutzen wir das auch. So, dann wollen wir mal. Gott, das geht. Natürlich geht das. Ist ja auch Aiden. Das was nicht stimmt. Hoffe ich für dich, dass du hier schön salutierst. Vor mir. Ich weiß nicht genau, was wir sind, aber wir sind irgendein ganz hohes Tier. Das ist ganz gut, dass wir uns den gekrallt haben. Dann kommen wir auf jeden Fall hier durch. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Aber dass sich die anderen nicht fragen, warum wir mit dem da durchrennen? Bisschen suspekt. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was faul. Ja, das ist definitiv zu einfach. Jody! Jody, was ist da los? Der kommt da nicht durch. Jetzt können wir uns auch erklären, wie wir zum Verhör gekommen sind. Ja, also... Naja, er kann noch gucken. So ist es ja nicht, aber es ist halt nicht mehr so ganz... Schön. Sieht ja nicht mehr so viel, der arme Ryan. So, wir müssen irgendwie dahin. Wir kommen da nicht weiter. Wir haben hier über einen Bewachungsraum haben wir hier einen Maschinenraum und eine Waffenkammer. Und hier können wir wen töten. Dann machen wir das sofort. Stirb. So, und wir brauchen irgendwen, der uns hilft, dieses Feld abzuschalten. Hier drüben ist irgendwie eine Kantine, Schlafräume, eine Dusche. Da wollen wir jetzt nicht rein. Wir wollen ja niemanden überraschen beim Duschen. Wir müssen irgendjemanden finden, in den wir rein können. Aiden, ich brauch dich. Wir sind auf dem Weg. Halt durch, Jody. Da ist unser Opfer. Dass den anderen Leuten aber auch nicht auffällt, dass der so komische weiße Augen hat. Und nicht mehr spricht und sich so zombie-mäßig verhält. Also zombie-mäßig in dem Sinn, dass er halt total steif durch die Gegend läuft. Nicht wirklich menschlich wirkt.
So, und da wir den Typen getötet haben, können wir uns bestimmt eine Waffe holen, ne? Ja, können wir. Mit der Waffe können wir ganz tolle Dinge machen. Eigentlich nicht. Wir können eigentlich nur Leute töten. Machen wir es mal. Also echt, das hätte man einfach abschalten können. Da muss man ja nicht auf alles draufballern. Jetzt müssten wir da hinten durchkommen. Und hier sehen wir... Huch. Du bist da. Ja, wir sind hier. Schnell. Finde mich. Hier sind wohl irgendwelche bösen Existenzen durchgekommen, weil wir das aufgemacht haben. So, Jody finden ist ganz einfach. Wir müssen einfach der Schnur folgen. Ach du Gott, wir müssen sie heilen. Na super. Darin bin ich ja so mega schlecht. Oh, mach schon. Da oben noch. Na, geht ihr wohl da hoch? Wir müssen die Jody doch retten. Du bist yep. Hier. Wir sind da. Schnell. Hol mich hier raus. Du musst die Tür aufmachen. Boah, das ist aber eine fette Tür, wenn wir die nicht beim ersten Mal aufkriegen. Ich muss erst Ryan finden. Und wo ist der Ryan? Da. Nicht weit weg. Ach du Scheiße, sie haben sie überhaupt abgebunden. Ryan, bist du da? Zumindest etwas. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so gastfreundlich sind. Erstmal heilen wir den armen Kerl. Der müsste es doch eigentlich merken, dass seine Schmerzen plötzlich weg sind. Na, nochmal. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Boah, ich will nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man das Auge rausgeschnitten kriegt. Einfach so. Ja, ja, ist klar. Ohne Betäubung, ohne alles. Einfach mit einem Messer. Wenn ich da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Da machen wir es wohl alleine, wenn er nicht mit möchte. Okay, dann... Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Ja. Yep. Sprengstoff? Hier vorne? Nee. Verhörraum. Okay. Gucken, ob wir den irgendwie finden. Du und deine Vermutungen. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Also es ist ja eher ein Munitionsraum oder eine Munitionskammer als ein Verhörraum, aber okay. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat, aber na. Er hat uns bestimmt beleidigt. Da müssen wir ihn leider, leider aus dem Verkehr ziehen. So, unseren Sprengstoff haben sie uns natürlich nur abgenommen, nicht versteckt. So, hier weiß ich leider nie wirklich, wo ich lang muss. Das werden wir dann herausfinden, aber... Na doch, wir sind richtig. Boah, überall diese Existenzen und die haben alle schon so viele Leute getötet. Aber sie sind selber schuld, wenn sie damit rumexperimentieren. Okay, wir müssen hier runter. Nehmen wir uns so einen super tollen Anzug. Ah ja, stimmt, das wollte ich noch dazu sagen. Ob sie ein Paar werden oder nicht, das bestimme im Endeffekt ja ich. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Na,
Das ist die Leiter, Jody. Scheiße, ich hab echt Angst, ein. Nicht weit weggehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein ungelernter und ungeschulter Mensch einfach so einen Anzug bedienen kann und einfach mit dem abtauchen kann. Jody kann anscheinend alles. Kann ein U-Boot fahren. Kann im Alleindurchgang einen Präsidenten töten, was sie nicht hätte tun sollen. Und ist dazu noch ein super toller Taucher. Oh, das Pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Jo, Licht haben wir auch. Ruhig bleiben, Aiden. Ja. Wollen wir mal gucken. Noch lassen uns die Existenzen ja gut in Ruhe. Wir haben ja auch das Glück, dass wir den Aiden dabei haben, der auf uns aufpasst. Aber je näher wir da hinkommen, desto mehr strömen da raus. Desto mehr begegnen uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier komplett ungesehen durchkommen. Und da vorne ist, glaube ich, die Kluft. Ja. Genau so ein Teil haben wir im Kapitel der Kondensator schon gehabt. Da dasselbe Problem. Da sind einfach die Existenzen rausgekommen. Und haben alles platt gemacht, was sie gefunden haben. Oh Gott, da kommen auch immer größere Existenzen angeschwommen. Ich hoffe, die stört uns nicht, dass wir hier das Portal für sie kaputt machen. Angegriffen haben sie uns bis jetzt noch nicht. Okay, einer fehlt noch. Drei Stück waren es ja. Und dann hoffe ich, dass ich den Rückweg finde. Es ist ja ziemlich dunkel. Und das erinnert mich ein bisschen an Soma. Da unter Wasser war schon ziemlich cool. Aber da war es auch teilweise tierisch dunkel. Drei Minuten haben wir. Sollten wir irgendwie hinbekommen, ne? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Sieht so aus. Gut, dann beeilen wir uns mal. Denn irgendwas scheint die Existenzen aufgescheucht zu haben. Die fangen an rumzuschreien. Wäre ein bisschen unruhig. Das Vieh hat doch ungelogen ziemliche Ähnlichkeit mit diesem Yaizo, den wir hier schon mal hatten. Lauf besser. Und zwar ziemlich schnell. Bitte. Was soll das bitte für ein Vieh sein? Das war einfach. Aber es war ja auch nicht so weit bis zum Kondensator. Aber wir sollten hier langsam raus. Du stirbst heute hier mit mir, Mensch. Oh nein. Größte Entdeckung, die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Ey. Nicht so beleidigen. Oh. Jahrelange Arbeit und alles umsonst. Boah. Ich hätte das noch nicht rausgezogen. Boah, das muss ja mega wehtun. Und dann draußen noch dieses Vieh, was am Rumtoben ist. Das ist ja nicht unbedingt schön. Deine Tat wirst du büßen.
Oh, lass uns doch einfach. Boah, ist der blöd. Er macht doch hier einfach alles kaputt. Nein! Das hätte jetzt nicht sein müssen. Sehen wir uns. Auf der anderen Seite. Nein? Wie blöd. Ich hätte es gerne ohne Fehler geschafft. Aber er ist tot. Hier geht einfach alles kaputt. Na. Lass das. Lass los. Boah, anstatt dass er einfach rausrennt, meint er sich, um uns festzukrabbeln. Okay, bis dann. So, und wir gucken, dass wir hier noch irgendwie rauskommen. Sollte uns eigentlich gelingen. Ist ja nicht so mega schwer. Der Weg ist zum Glück einigermaßen vorgegeben. Nein, nicht nur einigermaßen, es ist ziemlich gut vorgegeben. Natürlich geht das Tor runter, natürlich. Na komm! Wir haben es geschafft, aber der Ryan ist nicht mehr der. Wo zum Teufel bist du? Hat er uns allein gelassen? Offensichtlich nicht. Nein, wir sind ja eigentlich quitt. Der Ryan und ich sind ja jetzt eigentlich quitt. Er hat uns ausgenutzt und verarscht. Belogen. Wir haben ihn leiden lassen wegen unserer ein Auge verloren. Das kommt doch ungefähr auf dasselbe aus. Was ist passiert? Da können wir doch wieder freundlich zu ihm sein. Vor allen Dingen, wenn es so aussieht, als würden wir sinken und sterben. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Boah, da musst du gute Lungen haben. Ich würde es zum Beispiel nicht schaffen, da hochzuschwimmen. Aber die Jodie schafft das bestimmt. Der Ryan, der ist zwar einiges unter uns, aber... Es sieht aus, als hätten wir es beide geschafft. Oder etwa nicht. Selbst wenn wir es jetzt geschafft haben, wir sind mega am Durchfrieren. Auch noch nass. Ah, da ist der Ryan auch. Wir sind mitten im Nichts. Hier ist nur Schnee, Eis und Kälte. Sieht nicht unbedingt gut aus für uns. Ist schon okay, sagt er. Ich hätte es auch so gemacht.
immer noch sauer auf mich. Er hat ein Auge verloren. Er sagt, ist schon okay. Nein. Nee, wir sind ja quitt. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Oh. Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt. Ist er vielleicht doch gar nicht so ein Arsch, wie wir dachten? Oh je. Liebst du mich denn auch? Ja. Ja, ich liebe dich, Brian. Hat man schon beim Abendessen gesehen, beim Kapitelabendessen, dass sie ihn sehr mag. Küss mich. Sie ist aber schnell. Beide fast am Sterben. Sie konnte ihn bis eben überhaupt nicht leiden. War sauer auf ihn. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und dann sofort sowas. Und Ryan denkt, dass er stirbt. Wäre jetzt aber nicht cool, wenn der jetzt draufgehen würde. Das sind ja unsere Kollegen. Da drüben. Wie auch immer sie uns gefunden haben. Die sind eigentlich überhaupt im Nichts. Aber dann scheinen wir das Kapitel auch noch heil überstanden zu haben. Was ist das für ein Bug? Hier steht überhaupt nicht mehr, wie viel Prozent der Leute dasselbe gemacht haben wie wir. Ich bin anscheinend nicht mehr angemeldet. Ist okay. Ich verstehe schon. Heute sagt meine PlayStation und alles andere sowieso, was es will. Und daher denke ich auch, dass es für heute das letzte Kapitel war. Ich bin froh, dass es doch noch halbwegs geklappt hat. Ich hoffe, die Qualität war halbwegs akzeptabel vom Stream, obwohl wir echt ziemliche Probleme heute hatten mit Twitch, dem Internet oder was auch immer es war. Ich hoffe, dass es am Sonntag nicht so ist. Ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann Sonntag wieder dabei seid. Dann spielen wir nämlich hier das Ende und das Finale von Beyond Two Souls auf jeden Fall. Außer es kommt irgendwie technisch was dazwischen, sollte aber eigentlich nicht passieren. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für die Kommentare und fürs Mitmachen. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und dann bis Sonntag, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.